weiter mit K06. Nina Kraft und Stefan Herzog. Die haben in dieser Woche ja einen Tango trainiert und mit ihrer strahlenden Art, ihren lachenden Augen und ihrer positiven Energie bringt die Nina ja alles mit, was man beim Tango überhaupt nicht brauchen kann. This girl is on fire. Sie war on fire. Ich bin total zufrieden mit Nina. Ich glaube, mir ist sogar so wow aus der Koma. Das habe ich wirklich so empfunden in dem Moment, wo ich mir dachte, yes, let's do it. Es war wirklich so, wie wenn ich nur für dich und fürs Publikum tanzt hätte. Jetzt dann ist mir eingefallen, ah ja, es gibt ja auch noch eine Jury. Irgendwie haben mir die alle so angestrahlt und ich habe mir gedacht, mei, ist das so lieb. Und wie die dann losgelegt haben. Es war ein toller Jive. Ich habe das Level schon sehr hoch gelegt. Ich habe mich so gefreut. Genau, Handwechsel von da. Einmal tanzen wir Tango und ich darf nichts mehr, was in der Woche zuvor durfte. Ich schaue ein bisschen schizophren. Nein, sie bin das heißt, muss ich dir die ganze Zeit anschauen, jetzt darf ich dich wieder nicht. Dein Körper ist bei mir, dein Kopf ist weg. Also nur Verbote, aber es gibt auch ein Muss neben den Verboten und es ist, Stefan und ich sind jetzt so, so eng. Das ist Nina, wenn sie Verbindung aufnimmt. Sei froh, dass ich mich überhaupt connecte. Wir sind wirklich auf einer Wellenlänge und deswegen fällt uns das auch, glaube ich, sehr einfach, dass wir in diese Stimmung eintauchen können. Siehst du jetzt, wie das ausschaut? Ich weiß eben. Es hat was mit Vertrauen zu tun. Man lässt niemanden sonst so nah ran. So. Und wenn es dann im Tanz knistert fürs Publikum und flirty wirkt. Warten, bis die Kellertür offen ist. Haben wir was richtig gemacht. Der geht da ist mein Haar. Warum hast du jetzt schon Haar von mir? Also wir wissen beide, schauen darf man, aber gegessen wird daheim. Ah, geiler Typ im Spiegel. K06 Tanz Tango. Hier sind Nina Kraft und Stefan Herzog. Nina und Stefan. Ja, wow. Hat doch funktioniert mit dem Ernst schauen. Das ist ja normalerweise dieses Strahlen, das kommt ja bei dir als Moderatorin quasi auch schon mit. In deinem Beruf brauchst du das. Wie hat es sich jetzt angefühlt, so 2 Minuten so ernst zu schauen? To Dancing Stars, das ist für mich wie so eine Wundertüte. Welche Nina lassen wir diese Woche raus? Ja? Letzte Woche, Jaifa hat vielleicht ein bisschen mehr meine Grundpersönlichkeit, aber ich kann auch ernst. Lernst du neue Seiten auch kennen
an dir im Laufe der letzten Wochen? Na, komplett. Also ja. man wird ein neuer Mensch. Ich habe immer gehört von Kollegen, Dancing Stars ist persönlichkeitsverändernd. Ich habe immer gesagt, ja, in welche Richtung? Aber schon langsam merke ich das. Ja? Ja, doch. Was sagt denn eigentlich dein Freund dazu, dass du jetzt so eng mit einem anderen Mann hier performst? Ja, ich habe meinen Freund natürlich vorbereitet. Ich habe gesagt, du Schatzi, was der Dancing Stars, da gibt es dann auch andere Männer oder im besten Fall an. Und mit dem ist man dann sehr, sehr nah. Und ich habe mir gedacht, jetzt warte mal, was als Antwort kommt. Und er, jawohl, das wird super. Und er ist ein großer Fan von Stefan, also fast ein größerer als ich, kommt mir manchmal vor. Und ja, ich glaube, in einer guten Beziehung kann man unterscheiden, was ist Show. Und das glaube ich auch. Und er nickt sehr wohlwollend. Also ich glaube, der Tango hat ihm schon nicht schlecht gefallen. Balasch, wie hat denn dir der Tango gefallen? Der Tango? Naja. Ich könnte natürlich jetzt sehr lang über technische Schlampereien reden. Dass der rechte Schulter oben ist, dass sehr viele Ballenschritte waren, dass gerade bei den Basics die Beine wahnsinnig breit auseinander hast. Tango hat eine Körperrotation, die uns ermöglicht, die Schritte immer auf eine Linie zu setzen. Und dadurch schaut eine Dame auch von hinten sehr elegant aus. Aber von dem will ich jetzt gar nicht reden. Was mir am meisten stört und warum ich ein bisschen mir Sorgen mache, ihr habt die erste Sendung wahnsinnig mit Bravour gemeistert. Und vor der ersten Sendung, vor der Premiere, ist die Spannung enorm. Und ihr wart gut. Und in meinen Augen, ihr wart jetzt erleichtert, dass es so gut gelungen ist. Und leider Gottes wart diese Woche nicht so konzentriert wie letzte Woche. Auch bei den nahen Stellen, Tango Argentino Stellen, hätte viel, viel, viel interner werden müssen und so weiter und so fort. So, bleibt konzentriert, das ist ein langes Turnier. Einmal gut sein reicht nicht. Maria? Stimmt, also natürlich war letzte Woche, hat man einfach gemerkt, dass 3 Wochen Zeit waren fürs Training. Die Woche ist einfach mit einer Woche allgemein viel kürzer. Ich glaube, das merkt man selbst wahrscheinlich im Training, dass die Zeit knapp ist. Wo ihm Bollasch überraschenderweise recht gibt, ist, die rechte Schulter ist in den Standardtänzen wirklich was, wo du, Nina, dran arbeiten kannst. Ja? Das heißt, die rechte Schulter bei den Damen ist immer tief und in der linken Seite, da schauen wir, dass wir die Dehnung nach oben haben. Darf ich das ganz kurz erklären, Maria, das was da passiert ist? Erklären, oder? Die Maria hat nämlich behauptet oder gesagt, und ich möchte im Zweifel, glaube ich, immer der Maria und nicht dem Bollasch, ich glaube jedem mehr als dem Bollasch, dass der Bollasch ihren Stuhl tiefer gesetzt hat, weil er gedachte, er schaut zu klein neben ihr aus. Stimmt das? Also er hat es auch bestätigt. Er hat letzte Woche vor der Show meinen Sessel tiefer gelegt. Und ich habe mir gedacht, das gibt's nicht. Warum sitze ich auf einmal so da? Ja, und der Bollasch kommt mir so groß vor. Bis er mir nach der Show gebeichtet hat, er hat meinen Sessel runtergestellt. Und darum habe ich mir gedacht, ich nehme heute ein Sitzpölsterchen mit, dass ein eleganter Hintern ein bisschen höher sitzt. Ich glaube ja, dass er bis jetzt die Schritte noch gar nicht genau gesehen hat. Polster. Ja, das Polster kann sein. Polster finde ich okay, aber du hättest nichts draufschreiben müssen. Was oben steht, weiß ja jeder. So hättest du das bei Druckerei eigentlich sparen können. Carina, du brauchst keinen Polster. Du bist kerzengerade und hast jeden Schritt gesehen. Naja, das ist mein Beruf, kerzengerade da zu stehen, zu tanzen. Also was Männer alles für Komplexe haben, das ist unglaublich. Was hat also, das mit Komplex zu tun? Das ist einfach reinordnen. Komm. Ja. Versteckt das nicht. Also ich finde, ihr habt euch gesteigert. Wenn man jetzt auch, wie Maria gesagt hat, 3 Wochen hat oder 1 Woche, das ist tatsächlich eine unglaublich tolle Leistung. Sie sind nach wie vor flexibel und das ist für mich verwunderlich, weil ich kenne niemanden, der aus der normalen Welt kommt, sagen wir so, die Normalsterblichen, die sich so verbiegen. Das ist sehr gut. Dynamisch war das. Und ich finde aber, sie könnten ein bisschen mehr, auch wenn sie böse schauen müssen oder streng, ein bisschen mehr Kontakt zum Publikum und zu dem ganzen Raum haben. Das ist das Einzige, was mir jetzt aufgefallen ist. Und eben Eleganz und als Balletttänzerin Knie strecken und Füße strecken beim Hebern, das würde mich sehr freuen. Dankeschön, danke euch. Ja, Dankeschön. Nina und Stefan.
Ja, beim Tango ist es sehr eng geworden zwischen den beiden, falls es nicht eng werden soll, wenn es darum geht, wer in die nächste Runde kommt. Sie zu Hause sprechen hier mit 09010590906 für Nina und Stefan. Nina, du strahlst immer so. Noch immer. Noch immer, gut so. Wir haben schon überlegt, ob wir den einen oder anderen Scheinwerfer im Studio sparen können, wenn du so leuchtest. Wobei, zu Recht, erste Show, 24 Punkte, Tabellenführung. Hast du damit gerechnet? Nein, ich habe mit überhaupt nichts gerechnet. Ich habe es eh letztens schon gesagt, ich habe ja keine Tanzerfahrung jetzt in dem Sinn in Standard- und Lateintänzen. Und da kann alles sein. Also ich habe mich irrsinnig gefreut über das Feedback, aber auch heute, weil das ist das, was uns weiterbringt und wir werden natürlich ganz hart dran arbeiten. Das stimmt. Und die Chemie zwischen euch beiden stimmt, ja? Auf jeden Fall. Ja, definitiv. Und auch wenn dein Freund nicht eifersüchtig ist, aber ich weiß nicht, weiß der, dass ihr euch bereits Tiernamen gibt? Nein, nicht wir uns gegenseitig, sondern den Figuren, Stefan. Also, ach so. Wie lernst du mir tanzen? Naja, die Nina braucht das immer ein bisschen bildhafter in der Sprache und da haben wir halt so unsere eigene Sprache schon entwickelt. Also jetzt in Tango gab es den Esel, magst du den mal vorzeigen? Bitte, ja. Also was sieht man vielleicht dann da irgendwie ganz kurz? Also wir haben wirklich für viele Figuren Tierbezeichnungen, also auch den Schwan. Da schön. Da gibt es aber auch den Babyschwan, das ist nicht ganz der Schwanenhals und ganz wichtig ist die Eleganz. Die Eleganz, ja. Sehr nett. Wir haben das auch gemacht im letzten Jahr. Bei uns war es Obst, also Banane, Kirsche und wenn es ganz schlecht macht, da war die Pflaume. Aber das hilft schon mit diesen Bildern. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, jetzt schauen wir einmal, bitteschön, ob es so viele Punkte werden wie letztes Jahr. Ich kann es nicht versprechen, bitteschön, liebe Jury. Ja, welche Bilder gibt es jetzt? Carina legt vor. Von mir gibt es heute eine 7. Ja, ist doch gut. Balasch. Nicht nachlassen, konzentriert bleiben. 6. Und Maria? Ich freue mich auf nächste Woche. 6. Vielen Dank. Das sind 19 Punkte von der Jury. Dankeschön. Auch gut, auch oder? Auch gut. Schwan drüber, würde ich sagen. Und ich kann euch garantieren, ihr seid auf jeden Fall mal zwischenzeitlich in Führung. Das ist schön. Vielen herzlichen Dank. Danke für euren Auftritt. Dankeschön. Nina und Stefan.